Dann haben wir das auch. Und bitte kein Bosskampf. Ich bin noch fertig vom letzten Mal. Ich ungeil. Na dann. Auf die Tür! Der Raum ist nicht viel besser. Scheiß die Wand an. Entschuldigung, aber ich ist doch nicht. Das ist nicht so geil. Okay, hier müssen wir irgendwie hoch. Was kann man hier machen? Das scheint nicht zu funktionieren. Kann ich da runter, ohne dass mir was passiert? Geht so alt, ist das ekelhaft. Noch was zum Krabbeln. Was ist es diesmal? Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? I don't know. Auch nichts Neues. Bäh, ekelhaft. Was ist da? Das ist hoffentlich Stein da unten. Das ist hoffentlich Stein, das Rote, und nicht irgendwas anderes. Wofür ist das hier? Das ist da, ist ja wunderbar. Das ist einfach viel besser. Aha. Hopp. Was gibt's eigentlich da oben? Weil ich da hoch kann, frage ich mich. Ich schau mal ganz kurz nach. Ey, ich sag dich schon mal ganz kurz. Noch! Aha. Eine Kiste! Was ist das denn? Schrein an der Schlucht irgendwas. Und eine wunderschöne Karte aktualisiert. Na, ist ja super. Ab ins Glory Hole. Aha. Sorry, Kumpel, geh mal aus dem Weg. Oh. Ja, nein, ich will da runter. Ja, darfst loslassen. Oh, ich sollte vielleicht Shift drücken, nicht Steuerung. Okay, was ist das? Moment, das nehme ich nochmal mit. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Verdammt. Ich habe nicht gedacht, dass das so schnell schwitzt, weil ich heimlich im Trinken. Haha. Wie heimlich. Das ist ein Drecksack. Ist er jetzt eigentlich gestorben oder wie war das jetzt? Das hat man jetzt nicht unbedingt so gesehen. Ja, das ist mir auch relativ egal.
Ist das ein Arsch? Alles nur für den Ruhm, fürs Geld, für die Story. Scheiß auf Leben, ich gehe über Leichen oder wie auch immer der Sprichwort heißt. Für Geld gehe ich sogar über Leichen und das irgendwie. Ich verstehe es nicht ganz. Könnte ich da runterkommen? Ach du Heilige. Geht das von hier? Ich will nämlich nicht ganz hoch unbedingt. Und genug Schwung! Jawohl! Das hat doch funktioniert. Ich muss irgendwie darauf kommen. Aha. Sie muss also irgendwie darauf kommen. Scheiß Fiebstone, auf damit! Funktioniert das? Ja, nicht so wirklich. Ich habe eine Frage. Kann ich das eigentlich wieder runterdrehen? Voll. Ach, das geht dann automatisch wieder runter, oder was? Das ist leicht scheiße. Komm schon. Moment. Die Luke unten zu, dann fällt das runter, das bleibt da stehen und ich kann drauf. Und das so funktioniert. Oh. Zu mit dem Ding! Ja, das bleibt da sogar stecken. Haha. Wunderbar. Puh. Was war das? Ich will es nicht wissen. Was? Wie soll das denn? Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Okay, den Sprung schaffe ich. Ja, klar. Scheiße. Kommt von hinten auch da drauf.
Na, du Missgeburt! Du Fecker! Du Feckfehler! Knarf. Nein! Spring doch nicht zu früh, du Fickfehler! Du. Du olle Schnarchfotze. Entschuldigung, aber. Was. Kotz im Strahl, kotz. Du bist doch ein Fickfehler! Du dumme Fotzenkopf-Tante, ey. Wie blöd muss man sein? Das schafft die doch nicht. Willst du mich doch verarschen? Wie soll man das denn schaffen? Spring doch da hoch, wenn da war. Dumme Idiotentroller, ey. Dann springt ihr nicht da drauf. Ist das behindertes Fotzenstück, ey. Du dumme Fotze, Alter. Jetzt hoch da. Den Sprung schaffe ich. Ja, einen Scheißdreck schaffst du. Ja, natürlich. Ja, ja, super. Dolle. Du Stück Dreck, du. Oh mein Gott, ey. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du. Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ach, du Heiliges. Da lang, da lang oder da lang? Schreibt's in die Kommentare, ich warte so lange. Ach, hier komme ich gleich an. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Krass. Am Anfang war sie noch total... Boah, ja, warum die Sonnenkönigin mich? Und und bli und bla und blub. Hin und her. Und jetzt hat sie sich selbst wohl selbst umgebracht. Ja. Ich hoffe, ich komme nicht mal noch mal zurück, weil ich will nicht unbedingt, dass es jetzt hier weitergeht. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr zurückkomme.
Das ist ungeil. Ach, diesem Lager ist Schnellreis. Ach, okay. Nee, halt, stopp, raus. Eine Satsuma Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Periode. Okay, nach dem Lager gibt's kein Zurück mehr. Also, ich werde gleich nochmal zurückgehen. Ja. Okay. Gewehrexperte fehlt uns da noch. Ausweich, Killmeister. Ausweich, greifen Sie nach einer Anheuerung an und sind. Und Sie sind noch zu lesen, können Sie ausschalten. Okay, Jäger ist da noch zu Gewehrexperte und überleben. Alles beides nicht so geil. Sollen Sie Ihre Belohnung zu finden? Halt, 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 halt. Würden Sie Ihr Gewehr kostet die Sand und Gegner gnadenlos Zusatzbelohnung zu erhalten? Ach komm. Bats Gewehr Experte. So, wir können noch irgendwas upgraden, hoffe ich. Klar, will ich mal hoffen. Gegengewicht. Ja, ja, ja. Ja. Trommelmagazin. Ja, mal schauen. Was war hier? Schalter. Präzisionslauf. Präzisionslauf war mit Schaden, ne? Ja. Yep, das mache ich. Alles schön auf Schaden. Okay, ich gehe nochmal zurück, bevor ich hier weitergehe.